Jenny hat einen Wunsch. Sie will unbedingt ihr Lieblingsgericht kochen lernen. Und das kann ihr nur eine zeigen. Ihre Oma Christine. Es gibt Segediner Gulasch mit Knöpfle. Das Gulasch von meiner Oma ist besonders saftig und die Soße ist einfach so besonders würzig. Und also wenn ich selber Gulasch koche, schmeckt es halt einfach nicht so gut, wie es Oma macht. Also ich krieg die Soße auch nicht so gut hin und es ist halt einfach so richtig schön deftig und das Knöpfle ist so schön, ja, so schön weich und ja, ich freue mich jetzt gerade. Oh Gott, ich krieg richtig Hunger. Das ist schon so ein verrücktes Huhn. Für dich koche ich gern. Oma Christine kocht überhaupt sehr gern. Für sich und noch lieber für andere. Und von wem kann sie das so gut? Das Kochen habe ich von meinem Mann abgeguckt. Der ist gelernter Koch gewesen. Und ja, von dem habe ich viel gelernt. Von dem hat auch Jennifer viel gelernt. Oder eigentlich meine alle Engeler. Und jetzt will Jenny lernen, wie das Gulasch geht, damit das Rezept auf keinen Fall verloren geht. Christine Stoffregen lebt in Ramingen im Alb-Donau-Kreis. Im nur wenige Kilometer entfernten Langenau ist sie geboren und aufgewachsen. Aber nicht nur Oma, auch Jenny ist in der Gegend groß geworden. Bis sie 15 war, hat sie mit Oma unter einem Dach gelebt. Die Jenny ist Treppe runtergekommen und Oma, was kochst du heute zum Essen? Ich tät mal gern wieder Segediner Gulasch essen und ein Knöpfle. Und beim Knöpfle, da haben sich alle gestritten. Weil das waren meistens zu wenig. Diesmal hat Oma hoffentlich nicht zu wenig gekocht. Alles ist jedenfalls bereit. Von ihr aus könnte Jenny jetzt kommen. Wir haben ja eigentlich alle immer so in einem Haus gewohnt und ganz nah beieinander. Also da war eigentlich Sonntag so immer ganz großes Familientreffen und jeder isst gern bei Oma. Also ich kenne niemanden, der nicht gern bei meiner Oma isst. Also selbst meine beste Freundin isst gern bei meiner Oma. Ja, hallo Jenny. Oma. Oh, ja. Ich habe nicht von dir. Ja, komm nur rein. Meine Oma ist jetzt nicht so wie vielleicht andere Omas, so verhätschelnd und vertätschelnd. Also meine Oma ist so ein bisschen abgekühlter. Aber nicht, weil sie jetzt keine Liebe in sich trägt, sondern sie tut sich relativ schwer, einfach Gefühle zu zeigen. Liebevoll auf ihre Art und Weise. Oma, das schmeckt genauso super wie sonst. Ja, bin ich froh. Wirklich. Ja, Oma, ist das dann wie ein Semmelknödel oder ist das anders? Das ist anders, weil ein Semmelknödel wird mit Semmel gemacht und das mit Mehl. Okay. Mehl und Hefe. Mehl und Hefe. Ja. Und dann kocht es wie lang? Und Salz und Eier und Wasser. Okay. Und kochen tut es 20 bis 25 Minuten. Okay. Köcheln. So. Ja, bin ich gespannt, ob ich das hinkriege. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, bin ich auch gespannt, aber wirklich. Wenn wir jetzt essen, Jenny. Ja, das finde ich gut. Ja. Ich habe nämlich richtig Hunger. Na, ist recht. Und? Ist jetzt noch mal was dazugekommen? Ja, nö, das Gesicht tätowiere ich ja nicht. Ja, das wird auch gut sein. Ja, Hilfe! Ja, sie lässt sich halt viel tätowieren. Also, da ist sie. Mein Fall wäre das eigentlich et. Wenn ich allgemein mit einem neuen Tattoo immer wieder mal zu Besuch gekommen bin, hat sie mir gesagt: Du bist verrückt! Ich hab schon immer gewusst, dass du verrückt bist, aber so verrückt! Ja, das war immer so ihr Satz. Beim Segediner Gulasch gibt es keine Diskussionen. Dazu noch die Knöpfle. Eine echte Herausforderung für Jenny. Selber gekocht hat sie ihr Lieblingsessen noch nie. Sehr gut. Aber das Kraut mache ich nicht selber. Nein. Das ist Dosenkraut. Ich hätte ja müssen noch einlegen. Ich hab nämlich noch geguckt. Wie macht man Sauerkraut selber? Sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt, ob ich das auch so gut hinkriege. Die Jenny kann kochen und ich nehme auch an, dass sie gut kochen kann. Aber bei dem Hefeknödel, ich glaube, da hat sie Schwierigkeiten. Ist noch kein Glanter vom Himmel gefallen.
Hauptsache, du machst viel Soße. Also die Schwierigkeit bei dem Gericht liegt darin, dieses Hefeknöpfle hinzukriegen, weil ich habe noch nie in meinem Leben Semmelknödel selber gemacht, geschweige denn Hefeknöpfle. Das Gulasch bin ich eigentlich schon ganz zuversichtlich, dass ich das gut machen werde, aber das Hefeknöpfle macht mir ja, ein bisschen Kopfschmerzen. Bevor es aber ans Nachkochen geht, hat Jenny noch eine Überraschung für ihre Oma. Es geht ins Tattoo-Studio. Tätowiererin Vanessa ist eingeweiht. Ja. Hi. Hallo, klar. Wir arbeiten. Ja. Das ist meine Oma. Hallo, Vanessa. Das ist Vanessa. Okay, also wir haben schon was vorbereitet. Vielleicht der Name von ihr mit ihrem Kussmund. Also ich glaube, die Oma wird sich schon tätowieren lassen, wenn man sie lang genug bequatschen würde. Also doch, ich denke schon, dass sie das machen wird. Ob Oma wirklich ja sagt? Na, die nehmen da so ein Gerät und da ist vorne dran eine Nadel und eine Farbe und dann stechen die das in die Haut rein. In die Vorlage, wo sie aufzeichnet haben. So. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ha? Ich weiß es. Ja, schön ist das schon. Aber. Also, ja, oder? Nein, nein, nein! Tattoos tun schon weh. Also, wenn man sagt, es ist so völlig schmerzfrei, dann ist es gelogen. Ich persönlich finde es aber nicht so schlimm, weil das ist, jeder empfindet es einfach anders. Also, der eine findet es schlimm, wenn man Blut genommen kriegt, der andere findet es gar nicht schlimm. Und so ist es beim Tätowieren halt einfach auch. Ich nehme ein Schlüsselbeinbruch wehtut wie eine Tätowierung. Jenny hat bereits unzählige Stunden unter der Nadel verbracht. Und jedes einzelne ihrer Tattoos erzählt eine Geschichte. Ich habe ein ganz besonderes Tattoo auf der Haut. Das ist ein Lebensereignis in meinem Leben gewesen, als meine erste Tochter gestorben ist. Ja, das ist ein Tattoo, da weine ich jetzt gleich. Ja, und das ist halt was zum Beispiel, wo ich auch da ein bisschen was verarbeitet habe und ja. Klar, ich habe auch sehr schlimme Sachen erlebt, wie jetzt zum Beispiel der Tod von meiner ersten Tochter. Ja, das war natürlich sehr traurig. Jennys Tochter hieß Colleen. Man geht ja zum Frauenarzt, Ultraschall, hin und her. Und bei der letzten Voruntersuchung vor der Geburt hieß es dann auf einmal, oh, da stimmt irgendwas nicht. Sie ist schon einfach gestorben in meinem Bauch. Ja. Guten Morgen, Melody. Aufstehen. Es war ja dann auch so, dass ich dann auch wirklich den wirklich einen krassen Wunsch hatte, dann nochmal ein Kind zu kriegen. Deswegen ist die Melody ja ein Wunschkind. Und das ist das, was mich eigentlich gerettet hat, dass ich kurze Zeit später dann, ich glaube, das müsst ihr jetzt lügen, ich glaube 7, 8 Monate später war ich dann schon wieder schwanger. Und das hat mich so aus tiefem dunklen Loch rausgeholt. Was haben wir heute? Deutsch, 2 Stunden Sport. Also doch Sport. Jetzt Pause und dann Mathe. Ja, ganz wichtig, die Pause, gell? So. Gut. Aufpassen, wenn du über die Straße läufst, gell? Tschüss. Hops, ab mit dir. Zack, zack. Zack, zack. Das gilt auch für Jenny. Sie muss noch einkaufen fürs Testessen mit Oma Christine. Die verfolgt am Tablet genau mit, wie die Enkelin sich schlägt. Hallo. Hallo. Ich hätte gern 750 Gramm gemischtes Gulasch, bitte. Ja, gerne schneide ich Ihnen. Ja, ich versuche das Fleisch einfach länger zu kochen. Weil ich finde, umso länger das Fleisch kocht, umso zarter wird es. Und ich werde auch gemischtes Fleisch nehmen, nicht nur Schwein, sondern gemischt, also Rind und Schwein. Oh, Jenny. Schneidet ihr das Fleisch immer frisch? Ja, das schneiden wir immer okay, ganz frisch. Okay, das ist nie vorbereitet irgendwie, so vorgewurfelt? Nee. Okay, super. Schneidet das immer ganz frisch. Super.
Ich habe gerade gesehen, Sie haben Sauerkraut aus eigener Herstellung. Wie sind die Größen? Was haben Sie da? Also wir hätten so einen großen Becher und einen kleinen Becher. Wie viel passt in den großen Becher rein? Also da passen schon 500 Gramm rein. Ja, dann nehme ich so einen Becher. Okay, gerne. Ach, die Jenny kauft Sauerkraut beim Metzger. Es kann sein, dass das Sauerkraut etwas säuerlicher ist wie vom Supermarkt. Das Sauerkraut macht ihr dann auch komplett selber, oder? Ja. Aus eigener Herstellung? Das stellt unsere Küchendame immer her. Die dann das immer große Topf kochen, wie früher auch, mit allem, was so dazukommt. Okay, und stampfen das dann selber mit der Hand, oder? Wir kriegen das schon so. Also okay. Wir kriegen das quasi fertig eingelegt und dann nehmen wir das kochen. Wie die Oma das auch. Genau, wie Großmutter daheim, genau. Okay, und schmeckt es dann auch anders, wie wenn ich jetzt im Supermarkt so Sauerkraut kaufe? Ja, ja, klar. Weil ich koche Zeggedino Gulasch, ist da das Sauerkraut gut dafür, oder? Perfekt. Noch Hefe für die Knöpfle besorgen, dann hat Jenny alle Zutaten. Und was hat Oma vor? Von dir sind die Träume. Manuel, goodbye. Ich sag auf Wiedersehen. Du bist nicht mehr frei, drum darum will ich gehen. Gleich mit 18 hat Oma den Führerschein gemacht. Sie liebt das Autofahren. Aber was sie noch mehr liebt, sind Rennstrecken. Die Kartbahn hat sie schon länger gereizt. Heute traut sie sich. Oma Christine gibt Gas und stellt einen neuen Streckenrekord auf. Für die langsamste je gefahrene Runde. Ich kann das nicht brauchen, wenn ein Motor hochgejagt wird. Das ist wie, wenn ich jetzt hinter jemand stand mit der Peitsche und sage so, und du, auf jetzt, geht's arbeiten. Und das tut einem Motor doch auch weh, wenn man den immer durchtrappt, oder? Und während Oma genüsslich noch eine Runde dreht, bereitet sich Enkelin Jenny auf ihre Arbeit vor. Sie ist Tattoo-Model und steht regelmäßig vor der Kamera. Das sind immer so nach, ich hab's im Kreuz aus. Ja, wenn du das Gleiche machst, einfach das Bein nach hinten machst oder so, das kommt viel besser. Ja, ich bin schon relativ gut gefragt. Mittlerweile ist der Markt aber ein bisschen wieder absinkend, weil halt jetzt auch mehr Leute diesen Trend für sich entdeckt haben, Tattoos sind cool, ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ich finde, das mit den Tattoos, das steht dir noch. Also sie sieht schon super aus. Da davon abgesehen, mir gefällt es ja auch. Aber mein Fall wäre es nicht. Ich sag mal so, mein äußeres Erscheinungsbild trübt oft das, was ich wirklich bin. Weil ich bin so gar kein männermordender Vamp und um die Häuser ziehende Frau. Das ist zum Beispiel so gar nicht meins. Also ich bin so ein Beziehungstyp, Familie, bin auch lieber gern daheim am Abend oder gehe gemütlich ins Kino oder was trinken. Also weil viele haben halt das Bild von mir so, ja, das ist ein Luder sozusagen. Und das bin ich so absolut gar nicht. Jetzt aber los. Das Zeggediner Gulasch wartet. Bald kommt Oma zum Testessen. Da habe ich jetzt alles eingekauft und ich würde sagen, jetzt legen wir dann los. Das ist übrigens meine Küchenhilfe, die Selina. Wir kennen uns schon ewig. Seitdem wir 3 Jahre alt sind, also schon gefühlt 100 Jahre. Nee, ganz genau 29 Jahre. Das ist meine allerbeste Freundin. Ja. Genau. Hi. Erstmal Knoblauch und Zwiebeln fürs Gulasch schnibbeln. Also ich brate das Fleisch jetzt kurz, schnell, scharf an und dann nehme ich es wieder aus dem Topf. Das ist jetzt der erste Schritt, was wir machen und dann geht es weiter mit Zwiebel und Knoblauch. Irgendwie will das nicht so wirklich scharf anbraten, wie ich das will. Was ist da los? Zu viel Feuchtigkeit? Ja.
Scharf anbraten? Absolut kein Problem für Oma Christine. Sie hat einen Trick. Sie braten auf Beutz, also um 2 Pfanne an. Und dann schüttet es zusammen. Die Chance darin, meine Oma zu schlagen, sehe ich tatsächlich im Gulasch. Weil Gulasch kann ich gut kochen. Ja, ich habe es zwar bis jetzt immer anders gekocht, so wie man es halt kennt, so mit Paprika, Zwiebel und sowas, nie mit Sauerkraut. Aber da denke ich, da habe ich zumindest so ein bisschen eine Chance, es besser zu machen. So, jetzt tue ich mal Zwiebel dazu. Ob Jenny wirklich eine Chance hat? Bei Oma Christine sieht das alles schon sehr routiniert aus. Und vor allem sehr, sehr lecker. Das ist Paprika. Später kommen noch Kümmel und Zitronenabrieb dazu. Jenny ist gerade beim Umschichten. Das Gulasch wandert in eine frische Pfanne. Aber warum? Sie hätte doch auch die neue für die Zwiebel nehmen können. Vielleicht ein Trick oder der Stress? Und jetzt füllst du auch noch ein bisschen Wein rein. Okay. In mich oder in den Topf? In den Topf. Jenny, du den Wein rein, das kann man machen. Mach ich auch, wenn ich eine Flasche Wein offen habe. Aber extra wenn aufmache, das tue ich. Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen Wasser und Tomatenmark. Tada. Soll ich rein und du tust? Ja, genau. Warte. Hier, Teamwork. Voll. Tja, also. Okay. Wie viel? Mach einfach mal. Also, wo sie das gelernt hat, das weiß sie auch nicht. So reicht das mal, denke ich. Ich muss vielleicht, glaube ich, noch mal ein bisschen. Okay. Also, das habe ich auch noch nie gesehen. Das gibt's echt nicht. Na? Bei Oma kommt das Tomatenmark direkt in die Pfanne. Da mache ich halt auch. Wie ihr denkt. Ich sag ja, ich koche frei Schnauze. Die Pfanne habe ich, glaube ich, ein bisschen besser wie dir. Ich lösche es ab. So. Oh, ja, schütt mal. Guck mal, wie klein das auf einmal alles wird, gell? Mhm, voll. Bei Jenny wird es allmählich spannend. Schon stark nach Kraut. Das Sauerkraut soll ins Gulasch. Quatsch! Ach du Himmelswinner. So wie es bei Metz gekauft hat, so hat sie es neu gelernt. Das hätte ich wenigstens vorher probiert. Genau. Naja, und dann willst du mich schlagen. Das glaub ich dir. Das. Na. Es riecht auch schon fast wie bei Oma. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Zutat. Das weiß ich nämlich von meiner Oma. Die macht da immer einen Schuss Kaffee rein. Wieso Kaffee? Also, das kenne ich jetzt gar nicht. Das ist ein Tipp von meiner Mama: ein Kaffee. In der Gulasch rein, das hat er immer so gemacht und das mache ich halt auch. Aber erstmal nur ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ich sag's einfach stopp. Ups. Du hat ja bloß ein bisschen neu geklärt. Ein Schluck. Ich habe ja die ganze Tasse neu geklärt. Aber jetzt riecht es aber auch wirklich wie bei meiner Oma mit Kaffee. Darf ich den Rest trinken? Ja, klar. Okay. Und die Alte trinkt den Kaffee. Ja, gut. Jennys Gulasch sieht immerhin gut aus. Jetzt geht's ans Abschmecken. Schmeckt man normal nicht. Oma Christine ist aber auch noch nicht fertig. Ohne Zitronenabrieb kein Segediner Gulasch. Jetzt lassen wir's ein bisschen kochen. Den Deckel drauf. Schalten wir ein bisschen zurück. Desinteresse bei Oskar, Neugier bei Susi. Zu Recht, denn jetzt geht's an Omas weltberühmte Knöpfle. Du sagst Stopp, weil dann bist du schuld, wenn's kacke ist. Okay. Sag mal Stopp. Doch, das ist schon. Scheibes. Ja, ich würde schon sagen. Und da muss man jetzt eine Mulde reinmachen. Willst du das machen? Genau. Und jetzt. Hefe? Genau. Reinbröseln? So, reinbröseln. Soll ich so bröseln oder ist es ja, okay? Schon außen am Rand. Außen genau. Am Rand, okay. Das ist ein bisschen was in die Mitte, aber schon nicht so schlimm, glaube ich. So? Ja, genau. Und was kommt jetzt? Milch,
oder Wasser warmes? Nee, oder? Es kommt schon Milch und es kommen zwei Eier. Aber ich bin gerade echt überfordert, ob das jetzt in die Mulde reinkommt, oder? Ich denke schon, und dann tust du wahrscheinlich das so drüber. Die Hefe und die Mulde. Wie war das nochmal? Ich habe jetzt ein Mehl rein da. Und dann machen wir eine Mulde. Und dann tut man die Hefe rein. Dann nehme ich ein bisschen lauwarmes Wasser und verrühre das. Und jetzt lasse ich es eine Weile stehen. Und dann gibt es einen Vorteig. Jetzt glaube ich, dass die Milch nämlich in die Mulde reinkommt. Nicht warm? Die ist ja angewärmt, die war nicht im Kühlschrank. Okay. Milch nimmt man auch nicht. Man nimmt Wasser und keine Milch. Und Selina darf das jetzt schön durchkneten. Oh, und ich weiß, dass man das so lange kneten muss. Und es darf auch nichts mehr an den Fingern und an der Schüssel kleben. Jetzt ziehe ich meinen Ehering aus, weil das bleibt ja nachher in der Hand hängen, weil ich das ja mit der Hand mache, den Teig. Also mein Mann, sein Ring, sein Ehering ist auch da dran. Die sind beide zusammen gemacht worden. Ich habe sehr, sehr viel von meinem Mann gelernt. Kochen, eigentlich alles. Bloß Autoräufer, Autofahrer und Räuferwechsel, das habe ich selber gemacht. Das hat er mir brauchen beibringen. Ich habe meinen Mann geheiratet. Am 27.10. haben wir standesamtlich geheiratet und am 28.10. haben wir kirchlich Trauung gehabt. Und mein Mann ist am 15. Juni 2008 verstorben. Christine und ihr Mann Hans-Jürgen waren 36 Jahre verheiratet. Sie haben zwei Kinder großgezogen und ein kleines Busunternehmen gegründet. Jetzt kommt gar nichts mehr raus. Das Haus haben wir zusammen gebaut, ja. Zuerst haben wir ja immer Autos gekauft. Geld haben wir keins gehabt. Sag mal, bist du verrückt? Ha doch, das bauen wir jetzt. Jetzt fangen wir einfach an. Entweder geht's gut oder es geht nicht gut. Verkaufen können wir es immer noch. Also, und so haben wir angefangen. Da haben wir das Haus zum Bauen. Stein auf Stein, mein Mann und ich. Halt. Jetzt, Oskar, komm. Die Zeit heilt alle Wunden, meint Christine. Oskar, guck mal, Ramingen im Schnee. Aber die Erinnerung bleibt. Zum Beispiel daran, wie sie sich kennengelernt haben. Ja, ich habe meinen Mann bei der Bundeswehr kennengelernt. Also ich bin 71 zur Bundeswehr. 72 haben wir geheiratet. Und ja, es hat sich halt so ergeben. Und wir haben uns gut verstanden. Und ja, ich habe einen guten Mann gehabt. Also ich habe mich auf ihn verlassen und er sich auf mich. Und ja. Zurück zu Jenny, Selina und dem Knöpfleteig. Hier, bitteschön. Fühlt sich an wie dein Busen. Echt? Ah, der Busen. Hat sie sich machen lassen. Ja. Und wie findet Oma das? Ja, das find ich eigentlich gut, super, weil sie hat ja eigentlich fast gar kein Kind. Also ich gehe mir schnell die Hände waschen. Ich glaube, das ist ganz gut, aber ich bin mir echt, also dieses Knöpfle bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Ein Hefeknöpfle ist eigentlich wie so eine übergroße Dampfnudel. Die können auch speckig werden, das ist natürlich nicht so gut. Dann ist es halt so matschig, also es darf, also das Hefeknöpfle, das ist ja das Besondere dran, das darf außen so klitschig sein, das mag ich auch immer ganz besonders. Und innen muss es aber trocken sein. Das ist immer so eine Sache. Die war teilweise bei mir manchmal auch speckig. Aber eben nur manchmal.
Der Teig ist jetzt gegangen. Und jetzt den wir nochmal durchkneten. Jetzt machen wir einen Knädel. Jetzt kommt er ins Wasser. Eigentlich auch bei Jenny. Oh Gott, aber schon ein. Aber ja, das schwierig. Halt einfach mal. Nein, ich glaube, das war irgendwie ein bisschen anders. Das war so nur unten so geputzt. Das war nicht so komplett von Wasser bedeckt, glaube ich. Trau dich. Jetzt tu es rein. Darf ich? Na also, geschafft. Ja, irgendwie habe ich echt die Befürchtung, dass die Hefeknöpfle, so wie ich es ja schon jetzt die ganze Zeit vermutet habe, dass ich die nicht so gut hinkriege. Das wird Oma Christine gleich beurteilen. Zusammen mit ihrer Urenkelin Melody freut sie sich auf was Warmes. Ja, hallo, mein Schatz. Hallo, Oma. Ja, hallo, Jenny. Oh, und war sie brav? Kalt. Ja. Geh mal rein. Auch Jennys Freund Andi lässt sich das Festessen nicht entgehen. Wie willst du es anrichten? Also jetzt machen wir es erstmal raus. Ich denke mal... Sie? Nee, dann nehmen wir das Holzbrett. Und sieht es jetzt schon gut aus, als könnte es schmecken? Ach, Oma scheint skeptisch. Und Jenny nervös, ob ihr Essen gut ankommen wird. So, schau mal. Bitteschön. Oma, jetzt. Na, jetzt. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Ich hoffe, es schmeckt. Wenn ich das richtig gut mache, wird meine Oma mich nicht überschwänglich loben. Das größte Lob wird sein, dass sie nicht schimpft. Und? Mhm. Was sagst du? Gut. Ja. Hast du gemacht. Sehr gut. Gut, locker, super. Na, wer sagt's denn, wenn das kein Lob war? Und was meint die beste Freundin? Doch, also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut schmeckt mit dem Kaffee und alles. Woher kennst du denn das Rezept? Von dem Uropa. Woher kennst du das? Der war doch Koch. Der kennt's vielleicht vom Kochbuch. Also das Näpfle war schlunzig und es hat mir geschmeckt. Und da habe ich jetzt eine Kleinigkeit für dich. Was ist das? Du musst halt reingucken. Okay. Oh. Guck mal, Mello. Bist das du? Ja, das bin ich. Da bin ich ungefähr so alt wie du. Ah, also das Originalrezept quasi vom Opa. Oder wie du es halt machst, oder? Ja. Mhm. Dankeschön. Bitte Oma. Schön. Und auch Jenny hat noch eine Überraschung für ihre Oma. Sexy. Ein Tattoo im XXL-Format. Aber eins, das nicht wehtut. Ich war jetzt so einfach. Oma Christine weiß noch nicht so recht, was sie davon halten soll. Ihre Urenkelin schon. Du freust dich, gell? Das ist halt cool. Das sieht voll echt aus. Ja, ja. Wie ein echtes Tattoo. Oma! Das wird SWR nicht. Nicht zeigen? Klar zeigen wir das. Uns geht's nämlich wie Melody. Geilste Uroma der Welt. Echt? Ja. Oma, danke, dass du da warst. Ja, bitte, bitte. Also im Großen und Ganzen bin ich echt super zufrieden. Ich habe die Zeit genossen, dass meine Oma extra vorbeigekommen ist, um mein Gericht auch wirklich zu probieren und zu testen, ob es auch wirklich so ist, wie es sein muss, weil schließlich ist es ein Rezept vom Opa. Das ist natürlich noch mal besonders, ja. Und ich bin stolz, dass mir das gelungen ist, die Oma zufriedenzustellen. Also ich bin stolz auf Jenny, dass sie das Segediner Gulasch kochen kann. Und ja, beim Knöpfle hat sie halt ein bisschen einen Fehler gemacht. Und ich bin auch stolz auf meine Jenny.